Hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ja, ich würde sagen, gehen wir weiter. Schauen uns ein bisschen die Stadt Limplum an. Was es hier alles Schönes zum Entdecken gibt und so. Irgendwo werden wir doch was finden. Was Schönes. Ja, kann man hier vielleicht was kaufen? Ah, hier kann man einkaufen. Schauen wir doch mal da hinein. Waffenhändler. Jagdfestival ausrüsten. Okay, könnte man sich so. Jo, hallo, Kristall am Reif. Nehmen wir doch gleich mal drei mit. Zipfelmützen haben wir zwei. Und dann haben wir noch. Eisenhelmhammer. Zauberkürasch. Nein. Kaufmar. Bronzefäustling haben wir auch nicht. Brauchen wir aber nicht. Falchion brauchen wir auch nicht. Zuerst haben wir alles. Xutishus ist etwas ganz so Schlechtes. So, das war mit das. Eigentlich könnte das fürs Jagdfestival schon ausrüsten oder anlegen. Federhut. Zipfelmütze, Leder am Reif. Lederpanzer. Na, braucht man eigentlich nicht. Bin ich stark genug. Items habe ich, glaube ich, auch genug. Na, schauen wir mal da. Was treibst du da, du feuerst sie zu Tag? Du erlernst uns wohl nie was. Die Qualität der Waffen was nämlich nur Feuer ab. Es darf weder zu stark noch zu schwach sein. Sei still, wir haben Kundschaft. Ach, meinem Mundwerk, du bist so gut. Ja, das Mundwerk hat er sicher. Ja, der schreit ihn so an und so. Es Kutschchen, was habe ich denn gesagt? Da kriegen wir was. Müssen wir mal schmieden. Aurora. Das hört sich doch mal gut an. Das werden wir gleich mal schmieden. Also für Schmieden benötigt man immer zwei Items. Und die dürfen halt praktisch die nicht die angelegten. Und darum sollte man nie etwas wegschmeißen, was man nicht braucht. Also was man braucht oder brauchen könnte oder verkaufen sollte man nie was, weil man ja immer irgendetwas schmieden kann draus. Das werde ich auch jetzt machen. Dann kaufe ich noch ein Baumwollkleid und ein Kristallschild und einmal Wüstenstiefel. Ja, das war's. Denn man kann da so spezial auswählen. Dann werden wir mal anlegen. Wir haben da unten Accessoires. Da kann man jetzt anlegen, was man haben will. Gift und Galle. Das werden wir doch gleich mal erlernen. Kristallschild auswählen. Da können wir nämlich wieder gegen was abwehren. So, jetzt müssen wir noch schnell ein Kristall am Reif kaufen, weil ich jetzt nur zwei habe, weil ich einen hergenommen habe. Kaufen. Kristall am Reif. Wo bist du? Kristall am Reif. Passt. Alles klar. Dann schauen wir noch in den Itemladen. Schauen wir noch schnell in den Itemladen rein. Oh la la, Elisha! Gibt's ja wenig Besonderes nicht. Alles, was wir schon haben, braucht man nicht. Praktisch, dass ihr alles ein bisschen gesehen habt. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und, das ist der Item. Versteckt. Na.
Nur eine Figur. Eine Figur kann ihn relativ früh anfangen. Und dann gehen wir mal. Schauen wir da noch mal rein. Hey. 163 Jeli, habe ich gewusst, dass ich irgendwo was vergessen habe. Und dann wollen wir, glaube ich, mal mit der Luft mit diesem Ding da fliegen. Ein ATE. Fifi geht einkaufen. Und das ist das hier für eine Nuss. Riecht süß und sieht schmackhaft aus. Ich kaufe mal eine. Ja, Fifi, du gibst einfach unser Geld für eine Nuss aus. Ja, recht hast du. In den Geschäften Limpfluff gibt es lauter seltsame Sachen. Fifis Stimme hängt nicht mehr richtig zusammen. Kann man das essen? Es sieht jedenfalls ungefähr so aus, wie die Käferkrapfen, die Großvater immer gebacken hat. Heute, letzter Tag des Jagdfestivals, Schlussverkauf. Toll, ein Festival! Cool. Entschuldigung, ich hätte das gern hier. Ich nehme mal an, du hast ein paar Muckis als Freunde, oder? Warum denn? Weil das eine Kuppelnuss ist. Für Muckis die größte Delikatesse. Ach so ist das. Das wusstest du also gar nicht? Naja, das ist mein letztes, die ich habe. Schenke ich sie dir, weil du so ein wahnsinnig süßer bist. Danke. Kuppelnuss erhalten. Übrigens, was ist das für ein Jagdfestival? Ach, die lassen da ein paar Tiere in der Stadt vor ihrem Mund. Toll, ein Tierfestival. Das klingt nach Spaß. Vielen Dank. Ja, Tierfestival, viel. Es wird ein bisschen mehr als ein Tierfestival. Hoppala, wo ist denn hier? Tiere schön und gut, aber Tiere sind eben nicht gleich Tiere. Zum Jagdfestival. Da werden Tiere, also Monster in der Stadt frei rumlaufen. Schloss, wir fahren ins Industriegebiet einmal. Schauen wir uns dort auch ein bisschen um. Das ist alles Schönes zu finden gibt. Und die Treppe hinauf. Bam. Lederarmreif. Wir können uns schon Kristallarmreife kaufen und wir bekommen nur solche wertlosen Sachen. Hoppala. Muss er da die Stiegen hinauf, nicht da nach hinten. Hey. Bronzehanische. Was ist das für Schönes? Leckeres, schmackhaftes. Götterspeise. Götterspeise, gibt's sowas zu essen? Krieg ich dann Hunger. Da bastelt er wohl an einer Maschine. Mimikatte. Und Zipfelmütze. Jetzt haben wir jetzt noch Zipfelmütze gekauft. Ich glaube, ich habe jetzt schon 4 oder was. Naja, macht ja nichts. Gebirge werde ich jetzt nicht gehen. Das ist mir alleine viel zu gefährlich. Weil es gibt nämlich hinterhalb von Limplum gibt es einen Ort, der heißt Zinnengebirge. Da könnte man jetzt 2 Truhen holen. Aber alleine ist mir das viel zu gefährlich. Und fahren wir weiter. Die nächste Etage. Theaterviertel. Da wollten wir ja nachschauen. Da werden wir jetzt auch hinfliegen. Okay. Ach, sind wir schon da. Okay, dann darf man hinunter.
Wo sind wir jetzt im Theaterviertel? Hey, cool, eine Uhr. Das ist eine riesige Uhr. Dampfantrieb. Irgendwie habe ich ja wieder ein Schloss zurückgefunden, zurückfinden können. Aber wo ist gleich nochmal das Gemach der Prinzessin? Diese Stadt und dieses Schloss sind einfach viel zu groß. Ja, Steiner, du hast einfach kein Erinnerungsvermögen, wo du lang gehst. Entschuldigt, aber könnt ihr bitte sagen, wo ich hier hinten eigentlich bin? Willst du etwas sagen? Du hast dich verlaufen? Na, ist das nicht ein wenig peinlich für einen Soldaten? Aber was soll's, dann will ich mal nicht so sein. Okay, erklären wir mal was. Wir befinden uns hier auf der Brücke, die das Schloss und die Luftschiff-Docks verbindet. Genau von vor unseren Augen erstreckt sich die Docks Erfurt. Da Erfurt gebieten, nicht wahr? Oh mein Gott, boah, das sind Schiffe über Schiffe. Und das ist... Was ist das für ein Luftschiff da? Schwer zu übersehen, was? Diese majestätische Runde... Ungetüm ist die Hildegard 2. Dank des neuen Dampfantriebs, den der Großherzog entworfen hat, kann die Hildegard 2 auch dort fliegen, wo kein Nebel ist. Wow! Dieses Schiff soll also wirklich ohne die Kraft des Nebels fliegen können? Ja. Was soll die dumme Frage? Schließlich gehört denn das die Zukunft. Und im Gegensatz zu diesem Nebel besteht Dampf ja aus Wasser. Für den menschlichen Körper besteht also keinerlei Gefahr. Hahaha. Und wieder einmal ist Limp und den Rest der Welt weit hinaus. Weit voraus. Tja, boah, das ist aber Schädersprachtschiff oder so. Das ist ein Kampfschiff oder einfach so ein Schiff, damit er ein bisschen nochmal dumm fliegen kann? Wer weiß. Schauen wir mal. Eine Kiste. Kisten sind immer gut. Lecker Kiste, Mann. Jadestein. Ein Jadestein. Auch noch was Schönes. 127 Gil. Ja, da wird unser Gil-Vorrat schon wieder aufgestockt. Oder was meint ihr? So, was steht hier? Ihr Glücksfarben GmbH. Auch heute liefern wir Ihre Glücksfarbe. Okay. Hallo, ist jemand da? Schaut aus. Sie sind also immer noch nicht zurück. Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Hä? Was macht er jetzt? Wie konnte ich nur alleine zurücklassen? Kannst du jetzt schlafen oder was? Es ist schon so spät. Was will Lilly jetzt wohl macht? Ah, die Glocken läuten Wienbahn. Eine Zwangs-ATE. Was kann ich tun? Ja, Lilly, was kannst du tun? Der Klang dieser Glocke, da ist wohl gerade eine Vorfinger im Theaterviertel zu Ende gegangen. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich will mir ein bisschen die Beine vertreten. Ich bin unterbestlich, Prinzessin, aber seine Exzellenz, die Großherzog, gab eigens die Anweisung, diese nie zu gestatten. Dein Künstler, die alle die Jagdfestival beginnt, haben sich Besucher aus allen Ländern in die Punkt eingefunden. Jo! Leute, ich mach einen Cut. Bis dann. Ciao, ciao.